Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Ameisenfarm. Einen schönen Wochenstart zum Montag wünsche ich euch. So, was ist da in letzter Zeit so passiert? Ich habe in der Zwischenzeit etwas weitergespielt. Eine gute 30 Minuten bis 40 Minuten. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Zum einen, das Feld 1 ist fertig gedroschen. Der MP-Truck ist noch fleißig dabei, das Stroh einzusammeln. Den Abfahrer vor diesem wunderschönen Drescher hier habe ich derweil als Abfahrer für die Rübenmission verwendet. So. Das Weizen habe ich in der Zwischenzeit eingelagert, damit das Feld 1 weiterhin aktiv bleibt, weil sobald die Mission zu 100% abgeschlossen ist und ich speichere das Spiel und schließe es, dann kann ich am nächsten Spielstart dann das Stroh nicht mehr sammeln. Deswegen wartet der Drescher noch hier, bis der MP-Truck das restliche Stroh eingesammelt hat. Hier hätten wir den Abfahrer. Er hat schon eine Ladung Rüben geholt und fährt sie auch zum Depot. Sobald der MP-Truck dann das Stroh gesammelt hat, werden wir diesen LKW mit dem Drescher auch wieder zurückgeben. Dann ist der Feld 60 Abfahrer wieder alleine. So, die Düngerfans habe ich auch weitergesetzt. Einmal habe ich sie müssen mit Dünger befüllen. Und die sind jetzt gerade auf Feld 48 unterwegs, Feld 57 haben wir ja abgeschlossen, dann habe ich sie auf Feld 53 weitergesetzt, ist auch fertig und jetzt sind sie auf Feld 48. Das heißt, wir können Feld 53 abschließen, Feld 57 abschließen, dann die beiden Spritzmissionen. Wo ist sie? Ist noch der Abfahrer, der Drescher. Hier ist die Spritze. Das habe ich auch abgeschlossen. Das war hier oben. Feld 39. Da habe ich das meiste Unkraut beseitigt. Ist sich auch mit einer komplette Ladung mit 107 Liter Pflanzenschutzmittel sind übrig geblieben. Das werden wir aber nicht ausladen. Das heißt, wir können hier die Spritze abschließen und Feld 39 abschließen. Damit hätten wir nur noch offen das Feld 48, wo die Düngerfans gerade dabei sind, und dann eben das Feld 50. Feld 1 ernten ist fast fertig und Feld 60 ist auch schon zu 40% fertig. Also die Düngerfans wandern dann auf das Feld 50 weiter und sind dann mit der Düngerei fertig. So. Okay. Hat Autodrive Probleme mit dem Verkehr? Sichern. Okay. So. Hier, der MP-Truck sammelt fleißig das Stroh ein. Wie viel haben wir denn da schon? Also das Weizen, das müssen wir dann, wenn das Stroh eingesammelt ist, verkaufen bzw. abliefern. So, Stroh haben wir auch schon 326.000 Liter. Er macht das ganz gut. So, der wartet schon auf den Abfahrer. Naja. Ja, das ist das Problem, wenn er gerade in der Kurve ist. Bleibt doch hier. So. Wenn er gerade in der Kurve sitzt oder beim
umdrehen und genau zu dem Zeitpunkt abladen will, dann hackt es. Aber sonst ist einmal Ladepunkt der andere LKW. Aber sonst hat das eigentlich ganz gut funktioniert dann. So. Das heißt, du kannst dann hier weitermachen. Und du wirst dann wieder entladen. Ein bisschen kannst du noch auffüllen. Ein paar tausend Liter nehmen wir noch mit. Ich glaube 48.000 Liter ist das Maximum. 45. 48, ja. Jetzt kannst du abfahren. Verlasse Feld. Okay. So. Der fährt wieder zurück. Das passt. Dann, was hätten wir dann noch? So. Ich habe hier die Courseplay-Version aktualisiert. Das heißt, wir haben jetzt die 0050 BookDev. Die NF Marsh bzw. das Produktionspaket hat auch ein Update bekommen. Die NF Marsh vierfach mit Grem ist jetzt in der Version 2.7 und das Produktionenpack ist jetzt in der Version 3. Bin ich alles durch? Was ist da alles neu gekommen? Wenn ich so durchgeschaut habe, glaube das einzige müsste das, wo war es, hier eine Holzkohlefabrik sein, aber die ist im Moment eh noch unerschwinglich mit knapper Million. Aber wir haben ja auch andere Pläne im Moment, und zwar das wäre dann der Kuhstall, mit dem wir dann in weiterer Folge eben die Milchproduktionen bedienen könnten, Düngerproduktion. Ja, das würde sein. So. Wenn wir dann schauen, nochmal, wie viel Geld würden wir benötigen. Und zwar an Kuhstall hätte ich ja eher an den gedacht. Das heißt, wir bräuchten ungefähr 400.000, haben wir ja schon mal zusammengerechnet. Nochmal knappe 100.000 für die Kühe. So, wie viel kostet denn eine Kuh? Viehhändler. Eine Kuh. Kühe. Wenn dann würde ich die Holstein nehmen. 4.000. Mit 100.000 würden wir dann gute 25 Kühe bekommen. Ja, zum Anfang sollte es reichen. Wenn wir dann wieder Geld verdienen, dann können wir immer dazu kaufen. Das heißt, wir bräuchten dann am Anfang ungefähr 500.000 für den Kuhstall plus Kühe zum Anfang. Und dann bräuchten wir noch Stroh haben wir schon zum Einstreuen und zum Mischfutter produzieren. Für Gras bzw. Heu würden wir ein Mähwerk benötigen zum Mähen. 12.000. Dann habe ich, glaube ich, diese. Für die Fans würde ich dann nehmen. Das heißt, hier einmal einen Butterfly-Mähbalken mit 7 Meter und dann den Front-Mähbalken. Das heißt, 7 Meter. Mähbreite würde dann zusammen 13.000 Euro kosten. Damit könnten wir dann unsere Fans ausstatten. Wäre
Vermutlich das günstigste hier nur zum Ziehen. Mit 17.000, 40.000, das ist alles dann so teuer. Von der Preis-Leistung ist das hier das Beste. Hier hätten wir noch 6,6 Meter. Das heißt, wir bräuchten dann nochmal um die 30.000 vermutlich für ein bis zwei Garnituren. Dann bräuchten wir noch einen Ladewagen, haben wir bereits. Für Heu einen Wender. Wären wahrscheinlich der. Einer von diesen. 16.000, ja, könnten wir mehrere von diesen oder diesen. Mähbalken plus Wender ungefähr 50.000. Das heißt, wir hätten schon 550.000. Dann Silage. Da habe ich mir gedacht, ganz am Anfang werden wir noch nicht den Fermentierer. Wo ist der? Den Fermenter, weil der kostet 200.000. Sondern am Anfang werden wir eher die Mischfutterproduktion setzen. Das heißt, Mischfutter auch 250.000. Also wären wir schon beim Anfangsinvestition für Kühe bei, damit habe ich 550.000, 800.000, die wir jetzt zusammensparen müssten. Die Silage könnten wir dann entweder über Missionen oder einfach mal eine Ballenpresse kaufen oder mieten. Da haben wir auch die sind günstig. Krone. Aber da werden wir schon was Spannendes erledigen. So. Was ist hier los? Der lädt ab. Der wartet. Der hat schon abgeladen. Der ist voll. Er sammelt. Und. Naja. Okay. So. Jetzt weiß ich nicht, fährt der gleich ab, weil das ist ein Dreiachs-Anhänger, der ist definitiv größer als der andere, beziehungsweise auch als der Roder. Und der dürfte nicht einmal zu zwei, drei Viertel voll werden. 72%. Zurücksetzen. Von Drescher. Er kann eigentlich gleich aufbrechen. Warte auf Platz. Verlasse Feld. Nein. Er fährt schon ab. Weiß nicht, vielleicht ist ab 70% eingestellt. Man kann mich ja mal schauen. Was haben wir da? Ablander Level 70%, ja. Das heißt, wenn er 70% voll ist, dann fährt er ab und wartet nicht darauf, noch einmal zu beladen werden. Macht er ja ganz langsam. Ja. Die Düngen müssen auch bald mal fertig sein. Ja, kann nicht mehr lange dauern. So, wir haben nur 96%. Das heißt, die kann man gleich dabei bleiben, 97%. Und sie dann gleich auf Feld 50 weitersetzen, weil dann hätten wir ordentlich Zaster wieder. Wir haben jetzt im Moment 334.000 Euro. Also an die 800.000 kommen wir immer weiter ran. 98%. Ich würde mal sagen, der kann eigentlich schon aufhören. Ja.
Horror gemacht. Mano. So authentisch wie die Gräben auch sein mögen. Sie können einen zum Wahnsinn treiben. Komm schon, raus mit dir. So, etwas schräg anfahren und dann sollten wir da noch rauskommen. Und geschafft. Das heißt, und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Fahre zu einem Abladepunkt. Ja, und du brauchst eigentlich nicht mehr düngen. Weil Feld 48 ist fertig. Somit hätten wir knapp 400.000 schon beisammen. Und wie wir dann unser Vermögen weiter anhäufen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.